So, Freunde, willkommen zurück. Ich war hier letztes Mal ja sehr, sehr vertieft in so ein Thema und ich habe mir gerade gedacht, ich hole einfach mal die komplette Liste neben mich. Ich habe dir die nämlich gerade auf meinem Handy angezeigt. Diese Liste kann ich halt nutzen, um nochmal alles abzuarbeiten. Wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen, wie so wirklich zukünftig auf meinem Kanal die Sachen aussehen und was genau ich zukünftig machen möchte. Ich nehme auch noch kurz einen Schluck. So, also, ich habe vorhin ein bisschen krass durchgeredet. Wir haben da noch zwei Missionen. Ich guck mal ganz kurz, haben wir hier noch irgendwo so andere? Da, wir haben eine Tötungsquest einmal. Haben wir unten noch Übergabemissionen, auf die habe ich nämlich richtig Bock. Oder wir machen halt Tötungsquest ein paar. Schau mal. Okay. Ja, dann, fangen wir hier oben mal an und gehen einmal im Kreis rum. Das soll schon passen. Also ich möchte jetzt nicht die normalen Missionen machen, weil ich halt erstmal quatschen möchte. Ja gut, also ich sehe hier gerade die Liste. Da steht halt einmal Prince of Persia. Haben wir halt letzten Part abgeklärt, beziehungsweise habe ich erklärt, wie ich das machen möchte. Und da ich auch nur alle drei Teile spiele. Bei Wario Within gibt es mehrere Endings. Und da weiß ich noch nicht, welches ich versuche. Ich werde natürlich versuchen, glaube ich, auch die anderen einzublenden, wenn ich es nicht schaffe. Ja, wir müssen hier einmal ganz kurz annehmen. Dann kann ich auch weiter quatschen. Haben eine junge Familie. Erledige sie am Zielort gestellten MP. So, ich hoffe, die ist nicht zu weit weg. Ne. Okay, also als nächstes hätte ich Devil May Cry auf der Liste. Devil May Cry möchte ich entweder Teil 3 einmal spielen. Oder halt dieses neue Devil May Cry. Devil May Cry heißt das. Da, wo Dante halt noch ein junger Spund ist. Und ich fand beide Spiele halt eigentlich recht gut. Ich habe das eine erst vor kurzem gezockt. Und muss ehrlich sagen, das kann man auch Let's Playen. Das ist wirklich fähig für einen Let's Play. Und ich mag auch das Spiel an sich. Einfach diese Combo Rate und alles. Es macht wirklich super viel Spaß, Kombos zu ziehen oder halt Sachen auszuprobieren. Und ich habe es jetzt auch einmal durchgespielt. Das heißt, ich könnte das auch zeigen. Und auch Devil May Cry 3 hätte ich einmal durchgespielt. Das heißt, das könnte ich auch einmal zeigen. So, ich möchte hier einmal meine Bazooka wegnehmen. Okay, puh. Was müsste ich töten? Tiger. Okay. Ja gut, dann töte ich mal in der Zwischenzeit die Tiger. Wir haben hier noch ein paar Sachen zu besprechen. Und zwar habe ich hier als nächstes noch Legacy of Kay. Nicht of Kane, also nicht dieses Vampirspiel, sondern Legacy of Kay. Habe ich noch nie wirklich gespielt. Ich habe halt ein kurzes Let's Play davon gesehen und ich fand, es sah recht interessant aus und ich würde mir das gerne einmal anschauen, nur ich muss halt gucken, ob das wirklich ein Spiel auch für mich ist oder ob es halt nur wirklich gut aussah. Kann ich nicht so wirklich sagen. So, also wir brauchen ein komplettes Magazin und danach noch ein kleines. Ja, als nächstes hätte ich hier die Darksiders-Reihe, Darksiders 1, Darksiders 2. Finde ich, glaube ich, ein bisschen, ich weiß nicht, ich würde es halt gerne machen, aber ich habe gehört, Darksiders 3 wurde ja komplett gecancelt und es wird auch in Zukunft nicht mehr gemacht. Finde ich halt ein bisschen schade, aber ist halt so, da kann ich jetzt auch nicht viel ändern. Aber die anderen Spiele fand ich eigentlich recht gut an sich, haben halt so ein bisschen RPG-Elemente, also wirklich so Rollenspiel, Kampf, Action-Adventure und auch Puzzle, also wie ein 3D der Legend of Zelda, also fand ich ganz gut, halt Kampfsystem und alles, gab auch Kombos, boah, es leckt hier gerade, ist unglaublich. Ja, als nächstes auf der Liste hätte ich einmal From Dust. From Dust ist ein Simulationsspiel. Ich merke gerade, es passt hier gerade nicht so. Kurz pausieren. From Dust ist ein Simulationsspiel, in dem ihr halt sozusagen einen Gott spielt und halt Terraforming betreiben müsst, wie der liebe Gronkh es nennen würde. Ja, Terraforming in dem Sinne, ihr seid halt so eine Art Schlange und könnt, wie heißt es? Och man. So zum Beispiel Erde aufheben, ja, und das zum Beispiel auf Sand draufschütteln, damit die Bewohner, die ihr da habt, es schaffen, von der einen Seite auf die andere zu kommen und da halt die Insel zu bevölkern. Und da gibt es halt immer so ein kleine Quizzes oder Rätsel und das halt das Ziel des Spiels. Boah, ich wäre fast gestorben. Und das fand ich eigentlich damals ganz cool als Spiel, würde ich gerne noch einmal spielen und deswegen muss ich halt schauen, aber ich weiß halt nicht,
Ob es auch für PC erhältlich ist. Ich habe hier das als PC markiert, aber ich weiß jetzt nicht, weil ich. Ja, doch, müsste als PC erhältlich sein. Wieso nicht? Ich habe es halt damals auf der PS3 gespielt. Ja, wir wollten hier einmal im Kreis drum gehen, ne? Also hier einmal schauen, da wäre eine Tötungsquest. Oh Gott. Als nächstes auf der Liste habe ich I Am Alive. I Am Alive ist halt so ein recht postapokalyptisches Spiel, was mir so von der Atmosphäre einfach gefällt und was ich deswegen einfach einbringen möchte. Und ja, ich weiß nicht. Also, I Am Alive. Ich habe nur bei meinem Bruder zugeschaut, wie der das gespielt hat. Ich habe es nie wirklich selber gespielt. I Am Alive aber selber würde ich doch als gutes Spiel einschätzen. Also es hat so Kletterelemente und alles wie bei Assassin's Creed. Es hat aber auch so Survival in dem Sinne, weil man wenig Schuss hat für seine Waffen und wirklich aufpassen muss damit. Und der Typ läuft halt mit seiner Kamera rum und dokumentiert alles, was wirklich passiert. Und das Setting ist auch relativ grau, also in sehr schlichten und dunklen Tönen gehalten. Und das finde ich ziemlich cool. Also wie gesagt, die Atmosphäre hat mir sehr gefallen. Ja, was wollte ich noch sagen? Genau, ich habe ein neues mein Schneideprogramm abgedatet und ich arbeite jetzt mit Magix Deluxe 2016 und ich schaue mal einfach, wie es ist. Ich hoffe natürlich, es rendert schneller, es arbeitet schneller, aber ich habe schon gesehen, es gibt neue Effekte, die sich gerade für die Top 10 Fakten-Videos halt eignen, also Top 10 oder Fakten-Videos eignen. Und ja, ich muss einfach mal schauen. Also es sah sehr interessant aus und ich würde es, glaube ich, auch jedenfalls auf jeden Fall weiterempfehlen. Denn Magix hat sehr gute Programme, die auch sehr übersichtlich sind im Vergleich zu vielen anderen hier, wie heißt das? Schnittprogramm. Also da kann man sich gerade als Einsteiger sehr gut einarbeiten. Was ich jetzt zum Beispiel Sony Vegas, es gibt einfach nicht die Möglichkeit, sich einzuarbeiten, so wirklich vernünftig. Es ist aber auch recht teuer, das Programm. Ich weiß jetzt nicht mehr, wann ich zuletzt reingeschaut habe. Ich glaube, vor 3 Jahren oder so, da hat das noch, glaube ich, 500 € gekostet, was super viel ist. Wir können hier einen Brief abholen, ne? Gammelt hier rum? Oh. Ich muss ja töten. Ich dachte schon, ich kann hier wieder rushen wie alles. Also da haben wir einen Juggernaut. Das sollte aber recht schnell gehen. Okay. Das heißt, ich überfalle einfach den Typen hier oben. Und dann springe ich auf den darunter. Das war es eigentlich schon. Dann wäre ich schon fertig. Und fertig. Jetzt kann ich wegrennen. Oh Gott. Oh oh. So, einmal kurz gucken. Nein, warte, hier war noch ein Brief. Den wollte ich noch haben. Puh, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Boah, warte. Stopp. Das leckt immer noch. Wieso? Und ich komme mit der Waffe gar nicht klar. Tut mir leid, aber dieses Visier ist, glaube ich, nichts für mich. Holy shit. Das Visier ist einfach. Boah, tut das weh. Ich muss ganz kurz gucken, ob ich die halt lieber so erledige. Ich meine, das drückt ja auch mehr Schaden. So, und den da hinten noch. Ich meine, 3 Juggernauts wären hier gewesen. Das wäre eh super schwer gewesen, die hier alle wegzulocken. Aber naja. So, nein, ich möchte gerade kein Video von Dr. Allwissen gucken. Ist eigentlich auch ein recht guter YouTuber. Wenn man den halt so mit den heutigen vergleicht, was heute alles für ein Crap kommt. So. Klar gibt sich, denke ich mal, viele Mühe, aber es gibt viele, die auch einfach aufs Geld aus sind. Und das Thema möchte ich einfach demnächst mal besprechen. So, mal schauen. Ach Mensch. Hier wäre eine Sidequest, die möchte ich aber noch nicht machen. Ich mache, glaube ich, Pfad des Jägers einmal hier. Ups. So, ha hallo. Danke. So, ich habe mir ganz kurz die Nase geputzt. Ja, also.
Wir waren hier zuletzt stehen geblieben bei I Am Alive. So, dann hätte ich ja diese ganze Rayman-Reihe, die habe ich auch schon komplett erklärt, richtig. Oh, danach habe ich eine tolle Spielereihe und zwar The Legend of Zelda. Da muss ich erstmal gucken. Ich würde gerne jedes Spiel von The Legend of Zelda einmal auf meinem Kanal haben. Es ist einfach einer meiner absoluten Lieblingsreihen und es ist auch meiner Meinung nach einer der besten Spielereihen, die es so gibt auf dieser Welt. Und ja. The Legend of Zelda ist wirklich sehr gut, aber ich musste mich halt erstmal für gewisse Parts hier entscheiden. Ich würde halt gerne, wie gesagt, alle spielen, aber manche möchte ich später spielen, manche früher. Und ich würde halt gerne einfach nochmal mit Ocarina of Time anfangen. Ein Teil, was ich schon mal durchgespielt habe, aber wo ich mich jetzt auch genauso wie bei Majora's Mask nicht mehr hundertprozentig erinnere. Aber mit Glück habe ich halt die Möglichkeit, dass mein Gehirn einmal wieder nachdenkt und ich dann denke so, oh ja, ich weiß doch alles wieder. Was ist weit weg? Leoparden muss ich sammeln. Ah, da ist schon der erste. Tot. Tot. Was? Nein. Kann doch nicht sein. Jetzt habe ich den Baum angeschossen. Really? Ne, ich komme gerade nicht drauf klar. So. Okay, einen habe ich noch. So, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Also wie gesagt, ich hoffe natürlich, dass ich da alles passend habe und mich wirklich auch erinnern kann. Weil wenn nicht, machen wir halt die Tempel blind von mir aus. Also schlimm fände ich das nicht. Master Quest ist halt auch noch dasselbe wie Ocarina of Time, nur halt mit anderen Tempeln. Und das könnte man halt auch spielen. Oder ich weiß halt nicht, ob ich entweder Master Quest oder Ocarina of Time spiele oder halt einfach beide. Das könnte man auch machen, weil die Spiele unterscheiden sich ja doch in groben Zügen. Es gibt härtere Gegner, es gibt mehr andere Tempel, so nicht mehr Tempel, aber andere, die einfach vom Aufbau innen anders sind. Und da könnte ich mich auch einmal reinarbeiten. So, als nächstes hätte ich auf der Liste zwei alte Gameboy-Spiele und zwar für den Gameboy Advance wäre das einmal, nein, ja doch, zwei verschiedene Spiele, aber halt zu den einen Spielen gibt es zwei Teile. Schwer zu erklären gerade. Ich erkläre es einfach, indem ich euch sage, welche es sind. Und zwar wäre es einmal The Legend of Zelda The Minish Cap. Das Spiel würde ich auch gerne einmal nochmal vom Zelda-Franchise relativ früh noch auf meinem Kanal haben, weil Minish Cap ist einfach, keine Ahnung, ich fand das einer meiner Lieblingsklassiker. Ich weiß, dass viele Game Boy Color-Teile besser sind. Also sie sind wirklich besser von der Story, vom Schwierigkeitsgrad her. Aber gerade deswegen, weil sie halt so richtig, richtig schwer sind, muss ich sagen, dass ich das noch ein bisschen verzögern möchte, weil die kann ich nicht auswendig oder so. Die habe ich einmal durchgespielt und da bräuchte ich Hilfe von meinem Bruder, weil ich war da keine Ahnung wie alt. Ich glaube 7 oder so oder noch jünger. Und das war einfach, das war schwer. Ich werde mich da auf keinen Fall mehr vernünftig dran erinnern können. Und die Spiele ohne Erinnerung zu spielen, gerade Oracle of Seasons oder Oracle of Ages, sind schwer. Die sind wirklich schwer. Ihr könnt es euch wirklich einmal antun und euch das Spiel nochmal im Original kaufen. Halt diese Game Boy Color ROMs, heißen die ROMs? Diese Disketten-Cartridges, so heißen die. Die könnt ihr euch halt nochmal kaufen und wirklich dieses Spiel spielen. Es ist wirklich ein Meisterwerk. Ihr werdet locker 50 bis 100 Stunden daran verbringen können, wenn ihr es nicht kennt. Und wirklich, schaut einmal mal rein und vielleicht kommt es einfach nur so vor, weil ich halt damals jünger war. Mal schauen. Mit einem Flammenwerfer muss ich irgendwas töten. Okay, also ich habe hier diese shitty Waffe, die ich nicht haben will. Tollwütige Hunde, davon hatten wir letztes Mal ja welche, ne? Ja, als nächstes hätte ich auf der Liste Metroid Fusion. Metroid Fusion und Zero Mission sind beides sehr gute Teile von Metroid. Ja, die werden hier jetzt wegrennen, weil Feuer mögen die nicht. Auf jeden Fall, Metroid ist noch eine sehr gute Spielereihe. Ich könnte jetzt auch eigentlich hingeschrieben haben, dass ich auch noch das für die GameCube zocken möchte, aber das ist mir einfach zu groß, zu aufwendig und ich bin wirklich gerade nicht daran interessiert, diese GameCube oder Wii-Reihe halt einfach zu spielen, wo das eigentlich halt herkommt, diese Prime. Und ich weiß nicht, das ist gerade nicht so wirklich mein Interesse. Deswegen habe ich jetzt einfach die zwei Game Advance-Teile aufgeschrieben. Die gehen eigentlich auch
Ich weiß gar nicht, wie lange man dafür braucht. Ich würde sagen, so 20 Parts. Könnt hinhauen. Also ungefähr. Also das ist so, was ich jetzt einschätze. Das ist ein Baum, kein Hund. Wow. Das ist so, was ich jetzt so einschätzen würde. Ist halt, ich habe es auf der PSP auf dem Emulator gezockt. Mein Bruder hatte die Spiele original. Also passt das ja. Gammelt der da rum? Ja. Der ist aus dem Gebiet raus. Hallo? Das ist Cheaten. Ja. Und sind wirklich einzigartige Spiele, die man wirklich spielen kann und die auch wirklich super viel Spaß machen. Ich fand auch die Story dahinter recht gut. Also von diesem Klon, der da geschaffen wird, um Samus Aran da auszuschalten. Ich schau mal ganz kurz. Ist das so weit weg, dass ich das gerade nicht hier in der Nähe finden kann? Oder. Nein, das ist doch. Wow, ich habe den Funkturm markiert. Ich habe den Funkturm markiert und das möchte ich nicht. So. Da unten ist das, okay. Ich meine, wenn wir ja schon mal hier in der Nähe sind, langsam, 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 so. Ich habe gerade eine Nachricht erhalten auf Steam. Ich freue mich gerade, dass sie hier nicht aufploppt. Und da freue ich mich echt sehr. So, bring dieses Fahrzeug samt der Ladung zum medizinischen Ausrüsten, bla, bla, bla. Okay. Ja, Ico hatte ich auch schon von der Liste. Crash Bandicoot 3 Warped ist halt auch einer dieser wirklich guten Klassiker. Als nächstes hätte ich, oh Gott, oh Gott. Digimon World, ja. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber das war eins der wohl lustigsten Spiele, die ich gespielt habe. Also einfach vom Aufbau, ihr habt. Es ist wirklich so ein Kampfspiel, wo ihr halt ähnlich wie in Pokémon euren Digimon Kommandos gibt und dieses greift dann an. Also ihr könnt wirklich auch verschiedene Attacken beibringen und alles, aber gleich kommt erst der beste Part. Ihr müsst euer Digimon wie ein Tamagotchi behandeln. Also es ist wirklich ein Kampfspiel, aber ihr müsst euch darum kümmern, dass euer Digimon nicht auf den Boden scheißt, ja? Ihr müsst eine Toilette dabei haben oder halt den immer zur Toilette bringen, ja? Also in der Stadt, immer zur Stadt und da dann in die Toilette. Ihr müsst aufpassen, dass euer Digimon nicht an Altersschwäche stirbt. Das kann nämlich auch sein und dann kriegt ihr wieder ein Baby-Digimon. Und da muss man echt super vorsichtig sein, weil sobald es tot ist, hat man Pech gehabt. Dann muss man halt wieder mit den Schwachen anfangen, weil die Digimon-Eier vererben halt. Also, wenn halt ein älteres stirbt, vererbt es halt seine Kräfte an das junge Digimon, also dieses Baby-Digimon. Aber seine Werte sind nicht mehr so gut und man muss wirklich aufpassen. Man kann halt am Anfang des Spiels fängt man halt, ich weiß nicht mehr, wie die Tierlist in dem war. Ich glaube, ich habe hier sogar so ein Digimon-Buch über alle Digimon zu Hause. Ich weiß noch nicht mehr, wie die hießen. Also es gab Mega-Verwandlungen, Ultra-Verwandlungen. Ich weiß, Rookie hieß das, glaube ich, dieses normale. Ja, Rookie wäre einfach das, was womit man einfach startet. Und dann gibt es halt diese Babys. Ich weiß auch nicht mehr, wie die Babys hießen. Jeder hat halt seinen eigenen Namen und ich werde mir da auch nochmal mein ganzes Guide durchlesen, beziehungsweise halt mein Buch. Das ist jetzt nicht die Komplettlösung zum Spiel, sondern einfach nur ein Buch, was ich als Kind vom Trödelmarkt haben wollte und zu Papa meinte so, ja, ich will das Buch, das ist super toll und das ist super nice. Also mir hat's gefallen. Ist das schon der Typ? Nee. Aber den könnte ich jetzt schon angreifen, oder? Oh, nice. Nice. Ich sehe keinen. Keinen. Aber ich kann einen Brief hier nehmen. So, und ja, wie gesagt, dieses Tamagotchi-Prinzip einfach ist so merkwürdig. Man hat wirklich noch kein Spiel, wo man aufpassen muss, dass dein Pokémon sozusagen stirbt in dem Sinne. Also, boah, das ist echt komisch. Und jetzt auch zwischen den Pokémon und Digimon-Kampf. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, dass mir Digimon von der Story her besser gefällt, aber Pokémon vom Spielprinzip. Also einfach der Anime ist bei Digimon besser, dafür ist bei Pokémon das Spiel besser. Ich muss mal schauen, wo gammeln die den ganzen Tag? Oh, vier Leute hier oben. Autsch, autsch, autsch. Ich muss aufpassen, dass du mich da nicht erwischt. Och, Mann.
Ich weiß nicht, welcher der Kommandant ist. Das heißt, ich muss ganz kurz erstmal aufpassen. Fuck, hier ist auch noch jemand. So, puh. Ja, ich habe hier jetzt ein bisschen Chaos gemacht. Ich weiß, das ist ein bisschen dumm von mir. Ich weiß nicht, ich könnte jetzt so eine Spritze reinhauen. Einen Stein werfen. Und mit... Ah, oh, nice, mit Schub ging's. Mit Schub ging's, das ist gut. So, zack. Perfekt, ich hab's erledigt. Und jetzt einfach hier runter. Huh. Okay. Ja, ich weiß nicht. Ich würde erstmal sagen, ich beende die Folge für jetzt und wir können in der nächsten Folge weiter quatschen. Wir haben ja noch ein paar Themen, beziehungsweise halt noch ein paar Spiele, die offen sind. Und ja, haut raus und bis demnächst. Ciao.